Und zwar damals war damals ein Dreier gespannt. Der Gandhi hat dann beide Helfer mit dem damaligen Bürgermeister Dr. Bosch und dem damaligen Finanzminister Andrusch. Die drei haben sich gut verstanden und haben die Idee geboren, in Tirol wieder zu brechen. Beim Olympia-Hundert besonders sieht man das gut. Am unteren Rand sieht man einen kleinen Tiroler, also für die Stücke, die in Hall gebracht wurden. Und Andrusch hat aber dieselbe Serie in Wien brechen lassen mit einem kleinen Wiener Wappen drauf. Das heißt, dieser Sammler, der die komplette Serie wollte, hat zweimal das selbe Stück gekauft. Das war also eine recht erfolgreiche Geschichte. Und zu verschiedenen Anlässen hat man ihn in Teil wieder geprägt, wobei er dann das Münzamt an die Nationalbank übergeben wurde. Und mit strengeren Richtlinien haben wir also keine Möglichkeit mehr gehabt. Wir wurden aber geehrt im Jahr 2003 zur 700-Jahr Stadtfeier mit dem ersten 1,25 Euro. Als Münze mit einem Material, das nennt sich Niob, und Niob hat man zum ersten Mal im Münzwesen verwendet, und das ist heute eine Sammlermünze mit über 600 Euro gehandelt. Da sieht man so, wie eine Münze produziert wird. Das hat sich im Wesentlichen zur heutigen Zeit nicht sehr verändert, und auf diesen Maschinen hat man also zur Zeit der Dampfmaschine noch geprägt. Wir verwenden aber auch unsere Maschinen noch für verschiedene Aufträge. Zum Beispiel wurde auf diese Maschine im Hintergrund der 70. Geburtstag von Dr. Van Jago gesehen. Da war ein großer Auftrag, den haben wir auf dieser Maschine